Letztes Mal in Persona 5 Strikers. Mehr sagen die nicht? Na, die sagen aber wenig. Shouldn't you be threatening us by now? Ja. I don't think they're here to mess around. Be ready for a challenge. Ja, aber ich habe mich jetzt auch ein bisschen gewundert, dass die gar nichts sagten. Und nun zurück zum Campingtrip. Persona! Und damit herzlich willkommen zurück in Persona 5 Strikers. Beim letzten Mal haben wir es bis zum verschlossenen Käfig von Mariko geschafft und ein paar Anhaltspunkte zu ihrem Trauma bekommen. Offensichtlich gab es bei einer Eisskulpturenausstellung im Winter hier im Park einen Unfall. Von dem haben wir schon gehört, als wir das erste Mal hier in die Gegend kamen, nach Sapporo, und das hängt direkt zusammen. Und offenbar wurde Mariko die Schuld zugeschoben. Und um da mehr drüber herauszufinden, müssen wir jetzt in den Park gehen, in der Hoffnung, dass wir dort den Schlüsselwächter finden, um dann Marikos Käfig aufschließen zu können und gegen ihren Schatten antreten zu können. Bin gespannt, wie sich das jetzt ausspielt. So. Wir gehen direkt zum Wohnmobil. Let's get to work. So. Ja. Haben wir eigentlich nebenbei zufällig irgendwelche Anfragen abgeschlossen? Ja, tatsächlich. You're already working on this one. Mission accomplished. You're already working on this one. Good job. You're already working on this one. Mission accomplished. Are you double checking the request? Mission accomplished. Sehr schön. Dann sind jetzt nur noch drei hier in Sapporo offen, ha? Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Ja. Dann können wir ja eigentlich diese hier schon mal annehmen. You're accepting this request? Okay, let's do our best. Warte mal, waren es nicht drei? Nee, passt. Gut, okay. Dann gehen wir jetzt direkt zum Zielort und schauen uns mal an, was es mit dem Schlüsselwächter auf sich hat. This is where the accident happened, isn't it? Ja. If we put in the keyword here, we should be able to access the trauma cell. There may be enemies ahead. You sure you guys are ready? Ja. Ich denke, fürs Erste sind wir soweit bereit. That's right. I want to see what happened to Mari-san with my own two eyes. The keyword is Snow City. Keyword successfully entered. Beginning navigation. Okay. Na, mal sehen, mit wem wir es jetzt zu tun kriegen. What is this? It looks like this is the snow festival. Ja, mehr oder weniger. Check out those two suits over there. I didn't know you were accepting rebates. I see a career man in the making. Son, would you please be discreet about this? I can do that, but in return, you need to do me a favor. I want her to take full responsibility for the incident. That way, she'll resign. Oh, okay, also war es nicht der Einsturz selbst, der durch Schmiergelder verursacht wurde, sondern dass man die ganze Schuld Mariko zuschob und damit hoffte, sie zurücktreten zu lassen. Okay, verstehe. Once that happens, I'll be the new mayor in town. And you'll be my well-paid associate. Ja, ich glaube nicht, dass es euch mit dem viel besser gegangen wäre als derzeit mit Mariko.
Auch wenn Mariko ja auch nicht allzu optimal mit ihren Mitarbeitern umgeht. You will cooperate, won't you? Yes. Yes, of course. What did you just say? The mayor! Oh, it seems I've been found out. It's not what it looks like, Mayor. This is really... Mayor? Does he mean Mayor Hyodo? Then, Mari-san saw this happen? I had no idea you were behind this, that anyone was behind this! Huh. You really don't get it, do you? Well, this festival is held by the city. Meaning it comes out of the taxpayer's pocket. I figured, why not lower costs and hire cheaper construction? Also, quasi doch irgendwie so ein bisschen, huh? What's wrong with getting compensated for it? The rest of our staff makes these deals all the time. So, what's the harm in one little mishap? That sculpture collapse was just bad luck. I can't believe what I'm hearing. I'm calling the police. Fine. Go ahead and do it. But I'm bringing you down with me. What? Wie? I'm gonna testify that I did it under your orders. Then you'll be ruined. Aha, diese Aussage wird dann einfach so geglaubt, oder was? Well, after all, you're the one in charge here. See, I even have the papers you signed. Right here. Such an unfortunate turn of events. Sorry to say, but you're finished, Mayor. You're a councilman, aren't you? Don't you want to do the right thing? War deswegen vielleicht einer der drei Schätze, die wir gefunden haben, der Siegelstempel, ist der missbraucht worden? Hat sie das gar nicht selbst abgestempelt? Könnte das sein? As far as I'm concerned, that's whatever's right for me. Well, are you finally ready to listen? Answer me, Mayor. Aha. Der hat aber schon ein paar Schilder aufgebaut hier. Na, mal gucken, wie das jetzt abläuft. Wir müssten mal eine Schwäche rausfinden als erstes. Blame a peon like me. We don't get paid enough for this. This world revolves around money. Money talks, bullshit walks, Mayor. Bastard! Threatened the mayor? Is that it? I had no idea Mari-san went through something like this. Something so awful. Think later, act now. We've got a real fight in our hands here. Alright. Persona! Psycho, Bless und Fluch, hä? Ja, da hätten wir jetzt Haru gebraucht. Aber dass wir Sophia dabei haben, ist gar nicht so schlecht. Okay, na gut. Schauen wir mal, dann gehen wir das doch mal mit Sophia an. Die hat auch massiven Segenschaden, das ist eigentlich ziemlich gut. Und kann den auch relativ günstig einsetzen. Das sollten wir hinkriegen können. Auf jeden Fall mal ganz schnell hier die Rüstung runterkriegen. Oh, okay. Sachte machen. Nur nicht zu oft von irgendwelchem Zeug hier treffen lassen. Ja, lass mich doch in Ruhe. Here we go. Get him. Way to go, Sophie. You hit a weakness with pride. Did I
Danke fürs Heilen. Ich brauche aber trotzdem auch mal so langsam. Und zwar für Sophia, die bringt uns hier als Meister. So, da fehlt jetzt nicht mehr viel, bis wir den ersten großen Angriff starten können. Ah, shit. Da hat sich's gerade so noch wegteleportiert. Komm, einmal noch und... Jawoll, gut, jetzt drauf hier. Ich hoffe, wir können halbwegs was wegziehen jetzt hier. Naja, geht so. Ja, wir müssten eigentlich noch... Wobei, Morgana hat ja auch Bless-Attacken, ja. Oder, ach nee, Morgana hat Wind, ich Idiot. Das ist Quatsch. Ja... Ja, nee, da bleibt Morgana Heiler. Alles Weitere bringt uns ja relativ wenig. Oh! Nee, Showtime möchte ich mir aufheben, bis wir die Rüstung wieder klein gehackt haben. Kann ich mal kurz... Oh, danke. Das wollte ich nämlich eigentlich gerade selbst mit Morgana durchführen, die Heilung, aber... Gut, das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Gut, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und da ist er. Und nochmal hier. Wir müssen irgendwie die scheiß Rüstung wieder runterkriegen, ansonsten nützt mir nämlich die ganze Showtime-Nummer nix. Vermute ich zumindest. Au, oh, ja, benommen. Ist nicht gut. Warte mal, wir sollten mal hier auf die schnelle Joker zurückholen. Ach, das Mistvieh kann sich auch noch heilen, oder was? Habe ich gerade gesehen. Okay, ich habe noch ein SP-Item, dann war's das.
Ja, wir bräuchten eigentlich hier auf jeden Fall noch, noch Makoto. Die könnte da noch was ausrichten. Das hier wäre ein mittlerer Segenschaden. Braucht aber mehr SP. Gut, wir müssen jetzt irgendwie noch die restliche Rüstung runterkriegen. Oder probiere ich es jetzt doch mal mit einer Showtime-Attacke. Komm, hier raus. Was soll's? So, ich müsste doch aber auch mit Joker noch was Passendes dabei haben, oder? Ja. Hätte ich doch die ganze Zeit schon machen können, ich Idiot. Krieg mal hin. Aber wir haben auf jeden Fall mit Sophia einiges erreicht hier. Das war ein ziemlich witziger Kampf mit ihr. Muss ich sagen, hat mir Spaß gemacht. Aber jetzt wird es langsam Zeit, das Ganze hier zum Ende zu bringen. So, und jetzt hier drauf. Ach, immer noch weit entfernt, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ich kann eine Showtime hinterherhauen. Ein bisschen Schaden macht's ja trotzdem. Let's go. You're mine. I'm not done. Don't forget any follow-up attack. Yeah. Persona, take this. One single meal. If I'm cut. So komm, da fehlt jetzt nicht mehr viel. I'm getting weaker. Come on, everyone. Prepare yourself. Persona, leap right through your shield. You're mine. Oh, nice, Joker. Das beenden wir jetzt hier. Na, wo tauchst du denn auf? Da. Let's go. That one looks tough. Everyone stay focused. Persona, take this. All this dizzy. Komm schon. What do you see? Gravity step. Still to that. Gleich haben wir's, gleich haben wir's. Los, komm schon. You're mine. Let's go. Fast nichts mehr übrig. Komm. Jo. Und. Los. Ja. Auf den letzten Moment. Na, also. Gut, das hat sich aber auch finanziell gelohnt. That's all of them. We can get into the throne room now. Who were those guys? They were arguing with the mayor just now.
One was a city employee. The other must have been a councilman. Someone higher up on the ladder. Anyway, it seems this employee accepted an illegal donation from the contractor who ended up building the sculpture. Payment for landing them the job. In other words, bribery. We don't know if the sculpture collapsed due to a structural issue or a general lack of care. The result is still the same. Either way, the councilman was in the know. Not only that, he tried using a fatal accident to take Mayor Hyodo's position. Something along those lines. Unforgivable. Everything makes sense now. Hyodo overheard this conversation by chance and found out the truth about the accident. Not only was it someone from the city, but even her own staff had blackmailed her. That's messed up! These greedy assholes only wanted money and power! Now I have a better understanding of what Hyodo must be thinking. When she found out those around her were immoral, she became determined to purge the corruption above all else. That's why she's overworking her staff and trying to push her ethics bill through. And on top of it, she's trying to manipulate the people into re-electing her. Mari-san. Well, no matter what the reason, the birdcage is finally open. Let's head back to the hideout and discuss the specifics of the calling card. Ja, wir müssen sie ja trotz alledem zur Vernunft bringen, weil sie regelt das auf dem falschen Weg. Ne? Also ganz eindeutig, da müssen wir was machen. Gar keine Frage. So. So, what do we do for the calling card? Tja, ist eine gute Frage. Maybe we shouldn't go overboard with it. I don't really see her as a bad person. Yeah, the real bad guy here is the one who took the bribe. No, the guy who offered the bribe in the first place is the true villain. Was it not the shoddy contractors who built the sculpture? And they deserve the most punishment. Tja, wer war's jetzt eigentlich, ne? Wollen wir würfeln? You guys sound pretty heated. Who's to say one man's more evil than the next? Ich wollte gerade schon fragen, wann wir Zenkichi mal wiedersehen. Und da steht er draußen vor dem Wohnmobil und hört uns zu. Komm doch einfach rein, wir arbeiten doch sowieso zusammen. Wieso stehst du da rum und lauchst, du Pfeife? Du bist mir ein schöner Detective. So you were here all along. Tja, lang nicht gesehen, hä? Huh? Yep, sure has been a while. You guys forgot about me, didn't you? Ne, du hast dich einfach nicht blicken lassen, du Pfeife. Jetzt mach mal hier keinen auf deprimiert, hast du überhaupt keinen Grund zu. Why would you not get in contact with me? Soll mit dir jetzt bei jeder Aktion irgendwie einen Anruf verpassen und dich updaten oder was? Du spionierst das sowieso hinterher, Alter. Well, now that you mention it. Ach komm, jetzt lass dich doch nicht noch auf die Argumentation einhauen. Gramps, you completely slipped our minds. Alright then. Maybe I'll forget to keep you from getting arrested. Okay, we're sorry. Ach, hört doch auf. Als ob der eine Wahl hätte. Ohne uns kann er doch sowieso überhaupt nichts ausrichten. Was wäre denn seine Alternative? Forget it. So what's our situation? Now I get the picture. So that's how Mariko Hyodo became a monarch. That would explain your debate as to who was the worst of them all. What's your take on it, Gramps? My take is you kids are naive. What do you mean? It's clear that Mariko Hyodo was cornered by a pair of rotten scumbags. Tragic, I agree. But what is she doing in response? Isn't it just as wrong to change people's hearts and manipulate them? That may be true, but... Furthermore, that accident was her responsibility, being that she's the top of command. Ganz Unrecht hat ja nicht, ne? Das ist ja das Problem an der Sache. Regardless of who did what, a real leader takes the fall. But even so... It may be a bitter pill to swallow, especially for a group of justice-loving kids operating outside the law, but the real world isn't so cut and dry. And the longer you keep up this hero charade, the harder it'll bite you in the ass down the line. Zenkichi, that's terrible! Take it back! Naja, aber beruhig dich, Futaba, er hat schon irgendwie recht, ne? Come on! Sorry. Might have overstepped my boundaries. Ja, machen wir alle ab und zu, aber es war ja trotzdem nicht ganz so falsch, was er gesagt hat. No,
I can understand your line of reason. Yeah. You're saying that the world isn't neatly divided into good and evil. But that won't stop us from fighting. If we give up now, then the people who are counting on us won't have any hope left. We help people in a way no one else can. That's why the Phantom Thieves exist. I understand you all take this very seriously. Then tell me, either way the cards fall, you're not letting Hyodo get away with what she's doing, are you? Correct. We're going to stop her. Mm-hmm. Haru. What Mari-san is doing is forcing her warped intentions onto other people. Genau so ist es. Deswegen werden wir das auch durchziehen. Da stimme ich Haru vollkommen zu. And we can't let that happen, no matter what the reason. Right. We're the Phantom Thieves, and we fight for what we believe in. Yes, we're gonna stop Hyodo. But we'll do it in a way that's true to us. So ist das. Gut gesagt. I have no objections. It's decided then. Thank you. Ach bitte, Haru. So how will we send the calling card? Maybe we could send it over with some curry to the mayor's office? Warum curry? What are we, a catering service? If anything, it should be ramen. Oh je. Jetzt fangen wir auch noch an, über das entsprechende passende Futter zu streiten. Ich glaube, wir sollten uns mal eine Nacht aufs Ohr hauen. Vielleicht sind wir dann wieder ein bisschen klarer. Might be better to avoid closed spaces, actually. After all, she'll probably be outside prepping for the election most of the time. There's no point sending a calling card if the target doesn't see it. I wonder if we can send it somewhere on her campaign route. Like somewhere she's bound to pass by. Then how about where the Suzushino posters are? I'm sure she'll have a speech over there. Das ist gar keine so schlechte Idee. Spitzenidee. Yeah, and if we time it with her speech, it'll be perfect. The question is, who's going to place it there? No, not again. Seriously? Ja, ich glaube, du wurdest freiwillig gemeldet. Thanks in advance, Gramps. Now hold on just a minute. Didn't I already pull this stunt for you in Sendai? Ja, und du hast dich da so gut geschlagen, dass wir so überzeugt von dir sind, dass du das jetzt nochmal machen darfst. Consider it a favor, then. Yeah, for being such a meanie earlier. Shouldn't you own up to it? There's no need to worry. We'll make the calling card for you. We'll be counting on you, Gramps. Sag einfach ja. You little weasels. All right, fine. Fine. I'll post the damn calling card. We really do appreciate it. How'd I let them twist my arm like this? Whatever. If we're really doing this, it'll be early in the morning. Don't be late. Ja, ja, wir werden schon nicht verschlafen. Na, hier, das Rede ist morgen früh. Dann werden wir sie auf die Prangerkarte aufmerksam machen. Wir haben nur einen Versuch. Wir müssen vorbereitet sein, bevor wir jetzt den Kitschi schicken. Alles klar. Und in der nächsten Folge werden wir dann die Prangerkarte senden. Bin gespannt, wie das abläuft. Wir können uns aber in der Zwischenzeit nochmal... Genau, wir haben nämlich jetzt wieder ein bisschen Geld. Ich will nochmal in den Shop gucken. Waffen gibt es, glaube ich, keine neuen. Stärkeren. Aber, doch, warte mal, was? Hä, wieso? Hä? Warte mal, stopp. Jetzt müssen wir aber erstmal durchgucken hier. Ich habe jetzt im Moment Ascend Stock S. Aha. Ach so, ja, ist minimal stärker, aber deswegen habe ich das nicht gekauft, weil der Unterschied nicht so stark ist. Haben wir irgendwas? Die Todesklauen haben wir dabei, die sind für Makoto ein bisschen stärker. Okay, Magie plus 2, wenn ich das richtig verstehe. Handschuhe, die Gegner das Leben entreißen können. Okay, dann rüsten wir doch die mal aus. Oh, hier ein Wasser-Jojo. Das man häufig an Festtagen sieht. Critical hoch. Okay, na dann rüsten wir das aus. So, hier gucken wir erst auch nochmal durch, was wir jetzt ausrüsten könnten. Gegebenenfalls. Ja, nö. Gut, dann können wir nämlich alles verkaufen, was jetzt nicht ausgerüstet ist. So, Waffen.
120 ist jetzt nicht so viel mehr, deswegen lassen wir das. Aber hier haben wir schon einen schweren Streitkolben, das passt. Eine Schärfenklinge, eine Brandpeitsche, Yagato, also das ist alles soweit das Maximum. Eisenfaust wäre auch ein Downgrade. Das wäre ein Downgrade, das wäre ein Upgrade, aber das lohnt sich halt nicht so richtig. Gut, dann haben wir eigentlich die stärksten Waffen jeweils schon ausgerüstet. Da gibt's nichts Neues, aber im Bereich Schutz dürfte es was Neues geben. Ich gehe trotzdem mal eben fix auf Verkaufen. Are you sure? Waffen, genau, das verkaufen wir auch. Are you sure? Und den Schutz hier verkaufen wir. Und das behalten wir aber noch, das Zeug. Dann gehen wir mal zu Schutz. Which one? Da brauche ich auch nicht aufrüsten und das ganze neue Zeug nehmen wir mal raus. So, da sind wir auf dem Maximum. So, gefüttertes Hemd, Gedächtnisweste passt. Brenner Umhang passt. Das hier ist equipped. Das heißt, für Haru könnten wir was Gutes tun. Und das lohnt sich auch. Ja. Und für Futaba können wir was? Nee, die hat ja die Hacker-Ausrüstung. Aber für Sophia können wir was tun. Gut. Okay. Dann verkaufen wir mal noch den restlichen Schutz hier, was jetzt übrig ist. Und gucken mal in die Gegenstände. Können wir jetzt... Oh, ich kann Lachs kaufen. Das ist im Angebot. 15 Mal? Nee, 2 Mal. Und ich habe 15 Mal. Ha? Ja, genau. Das hier ist im Angebot. Dann nehmen wir das doch mit. Sauertee. Nö, aber Quickfix ist im Angebot. Das könnten wir mitnehmen. Wenn es schon im Angebot ist, dann rentiert sich das wenigstens. Wir haben aber immer noch keine SP-Items hier, die wir kaufen könnten, oder? Aber wir können hier noch ein bisschen Zutaten bestellen. Das Geld dafür haben wir, ja? How many would you like? You want thank you very much. You want thanks for your patronage. You want thanks for your patronage. Gut. Da kann man nämlich auch mal gucken, ob wir jetzt was kochen können. Let me help. Ja, Gyotan-Eintopf könnten wir kochen, aber bringt uns wenig. Ah, wir brauchen immer noch Reis. Wir müssten mal irgendwo Reis shoppen gehen, ne? Die Frage, kriegen wir das hier irgendwo? Sollten wir in der nächsten Folge mal rausfinden, ob wir noch irgendwo Reis kaufen können. Und dann schauen wir mal, ob wir die Prangerkarte senden, beziehungsweise wir werden sie dann senden. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!